Moin Moin, herzlich willkommen zu Nummer 615 zu Road to Shilipin zu Pokémon Schwert. Wir spielen nun heute dieses fantastische Spiel weiter. Und natürlich haben wir jetzt einige neue Pokémon, unter anderem ihn hier, Shuki, den wir jetzt leider wieder, das Item wegnehmen. Denn Evolunit bringt jetzt gar nichts mehr. Es ist voll entwickelt. Wir brauchen ein neues Item, was wir ihm dann logischerweise mitgeben. Das habe ich nämlich im letzten Teil vergessen irgendwie zu geben. Schadet den Träger bei jeder Attacke, kann aber den Angreifer halten. Ah, okay. Das ist eine nette Sache, aber das brauchen wir, glaube ich, nicht. Wahlschal auch eher nicht. Würde fast schon sagen, dass wir ihm die Feentafel erstmal geben. Damit unsere Feenattacken definitiv besser werden. Und, ja. So, dann natürlich weitere Sache, die ich auch machen möchte. Einerseits natürlich jetzt unseren neues Pokémon direkt auf Platz 1 stellen und natürlich weitergehen. Hi. Das war ein phänomenaler Kampf. Weißt du was? Ich kenne da ein gutes Restaurant in Chichester. Lass uns deinen Sieg doch dort feiern. Ich wollte ohnehin was mit dir besprechen. Das heißt... Das Restaurant heißt Steakhouse Lecker Paul. Okay. Ich gehe erstmal woanders hin. ich weiß gar nicht, was uns daran hindern sollte, jetzt woanders hinzugehen, weil ich möchte ja gerne schon in die nächste Route. Tendenziell gar nichts. Okay. Das heißt, wir machen hier jetzt weiter Pokémon fangen. Wenn es hier wirklich nichts auffällt, nö. Schändlich. Gut, fangen wir bei der Pokémon, würde ich mal sagen. So. Wir brauchen hier natürlich einige Pokémon. Octillery. Ja, es ist... Octillery können wir theoretisch versuchen zu fangen, aber ich bin mir da ehrlich gesagt nicht so wirklich sicher, ob wir Octillery bräuchten oder nicht. Klar ist auf jeden Fall, dass wir hier... versuchen können, Octillery zu fangen, weil ich glaube, Remoraid haben wir zwar nicht, aber wir könnten mal versuchen, Feenbrise. So, Kugelsaat. Ja, schießt er natürlich ein paar Mal auf uns. Klar. Na, ist ja nicht so, dass er irgendwie... Trifft er wieder fünfmal. Ja, ja. Es ist wie es ist. So. Mal gucken, ob der jetzt auch vom... Ja, wird er. Okay. Ich kann schon sagen, es ist ja hier kein Eis-Pokémon, unser Gegner. Blöd ist eben, dass es hier hagelt. Blöd. Volltreffer. Aber man sieht einfach eigentlich, dass Togekiss ein guter Kämpfer ist. Also 45 direkt. Normaler Angriff steigt einfach nicht mehr. Das ist aber auch in Ordnung. So, was ich jetzt mal gucken müsste dafür, ist natürlich, ob wir Kollege Remoraid haben. Remoraid ist die Vorentwicklung. Wenn nicht, dann ist das natürlich ein bisschen doof. Dann werden wir natürlich Remoraid eher fangen. Nee, tatsächlich, wir haben Remoraid noch nicht gefangen. Wir können mal gucken, wo es Remoraid gibt. Remoraid gibt es hier. Da gibt es Remoraid. Das heißt, wir sollten die dann hier auch logischerweise fangen. Hier können wir sie einerseits angeln. Und hier finden wir sie in klassischer Manier. Würde ich fast schon sagen, dass wir das tatsächlich auch bald machen. Gut, also Octillery eher nicht. Dann dürfen wir mal Belektro wieder nach vorne nehmen, weil ich... Ah, genau, die hatte ich eher erwartet. Gegen die wollte ich mit Togekiss antreten. Ja, Shoki, unser Togekiss. Guten Tag. Hallo? Wenn Trainer sich begegnen, wird gekämpft. So einfach ist das. Ist das so? So einfach, Sibylle? Ich hätte mir jetzt etwas schwieriger vorgestellt. Alleine weil Trainer... Es ist ja vielleicht auch so, dass nicht alle Gegner Trainer sind. Oder wie auch immer. Feenbrise. Knirscher. Wahnsinn. Unlichtattacke gegen einen Feen-Pokémon. Absoluter Hammer. Ja, aber die Feenbrise, die sitzt ganz schön. Also da merkst du einfach, was für eine heftige Attacke Feenbrise eigentlich ist.
So, Luftschnitt sollte eigentlich reichen. Wasserdüse. Man sieht auch einfach, wie viel das jetzt aushält. Deswegen, das klassische Aushalter-Pokémon. Also, wenn wir sowas wie Überreste haben oder so, dann sollten wir es dem definitiv geben. Hagel. So, Landturm. Nee, wechseln wir, weil Landturm ist ein Elektro-Pokémon. Wir haben Flug-Pokémon vorne. Lassen wir mal lieber bleiben. Ja, komm. Nehmen wir sogar bei Elektro. Dann kann er mit seinen Elektro-Attacken gar nichts gegen uns. Konfusstrahl. Okay, das ist jetzt. Kam jetzt etwas sehr unerwartet. Jetzt hat sich irgendwie was über Voltackle oder sowas erwartet. Ein bisschen der Hagel stört hier so ein bisschen. Wenn wir dann doch gleich nochmal doch zurückgehen. Ja, oder so, oder Blubstrahl. Ne? Aber nein, er hat das nicht gemacht. Er hat Konfusstrahl gemacht, sie hat Konfusstrahl gemacht und das hat sie natürlich komplett richtig gemacht. Weil sonst wäre sie direkt draufgegangen. Das wäre eine ganz schnelle Geschichte geworden, aber sie hat alles richtig gemacht. So. So, Muschelglocke hat weiter den KP gebracht. 48. Stromstoß. Stromstoß ist mit Rückstoß. Das ist so ein bisschen so eine Sache für sich. Also entweder du machst hier, sagst hier so von wegen, komm, volles Risiko und ab dafür. Oder du lässt es bleiben. Das ist echt schwierig mit Stromstoß. Weil tendenziell ist das schon besser als Funkensprung. Aber Funkensprung ist ja dafür da, um Pokémon unter anderem zu schwächen. Deswegen lassen wir tatsächlich Stromstoß weg. Wenn der Donnerblitz oder sowas hat, dann ist es vielleicht sinnvoller. Ah, der Stärke gewinnt. Ganz einfach. Ja, naja, so einfach war es jetzt nicht. So einfach war es nicht. So. Und eigentlich finde ich, dass es noch nicht mal Hagel ist. So, da drüben ist auch ein Baldorfisch. Hier ist ein Lusardin! So, hat Lusardin? Jawohl, Lusardin hat die Fähigkeit Tischschwarm. So eine Fähigkeit, wo ich so mir so denke, so zwischendurch so, naja, gut. Ja. Hätte man nicht Lusardin gleich am Anfang so machen können. Aber man hat sich dagegen entschieden. Volltreffer, okay. Ich wollte schon sagen, wenn das nur ein Wangenrubbler machen kann, dann haben wir ein Problem. Aufruhr. So, wie viel verliert Lusardin jetzt an Hagel? Oh, geht so. So, Wangenrubbler. Gut, dann können wir es jetzt versuchen zu fangen. Ja, bei Elektro wird jetzt von den. Genau, wird jetzt davon besiegt. Ist in Ordnung. Er hat seinen Job getan. Ist in Aufruhr. Fischschwarm wirkt. Das ist nämlich immer so interessant. Das sieht man so extrem selten. Das ist unfassbar. Das sieht man so selten, dass der Fischschwarm urplötzlich dann weg ist. So, nimm wir Gott rum. Ich weiß, Beulenhelm, dies, das. Aber Aufruhr ist jetzt nicht wirklich irgendwas mit Beulenhelm. Und deswegen würde ich mal davon ausgehen, dass was so hinhaut. Wir haben mal einen Hyperball. Nehmen wir einen Superball. Es könnte sein, dass jetzt Superball vielleicht schon zu wenig ist. Aber das war ein Superwurf. Und der Superwurf hält das, was er verspricht. Er hält das, was er verspricht. Saubere Geschichte. Heilwoge. Ich finde es eine super Attacke für Doppelkämpfe. Ja, tendenziell ist die Frage, Heilwoge jetzt beibringen oder nicht. Für Doppelkämpfe super geeignet. Surfer weg. Brauchen wir nicht. Wir brauchen keinen Surfer für Lashoking. Es ist kein Wasser-Pokémon. Was bringt uns das?
So, Lusatin dabei, jetzt nun Kleinfisch-Pokémon. Einzelform. Das ist aber, hat aber die Fähigkeit Fischwarm, das ist schon mal gut. Ja, Baldorfisch, den können wir leider nicht fangen. Hallo Baldorfisch, würde ich auch gern fangen, aber es geht nicht. Okay. Weiß nicht, wie es dann aussieht, wenn wir die Story weitergehen würden. Wird direkt rein, aber das will jetzt nicht. Wie die Story weitergehen würde, wenn ich jetzt die Storyline weitermachen würde und das, und ob der Hagel dann auch wird. Ich glaube nicht. Aber man kann es ja versuchen. Heißt also, wir machen jetzt wieder Story etwas weiter und zwar hier rein. Guten Tag. Ach, hopp, du auch hier. Oh, hey, Ilmon. Hast du dir schon den nächsten Orden geschnappt, was? Super. Da bist du ja. Wir haben bereits auf dich gewartet. Ich hab immer noch nichts Neues über die finstere Nacht oder die Pokémon des Schwertes und des Schildes herausgefunden. Das haben wir ja schon gesehen, dieses Poster im vorletzten Teil. Moment mal, das... Ja, habe ich auch gesehen. Das gibt's doch nicht. So ein fesches Poster. Ja, oder? Lecker Pauls strahlendes Lächeln wirkt richtig hypnotisierend. Ja, geil. Aber warte, das meinte ich gar nicht. Du bringst mich ganz durcheinander. Die beiden Helden sehen traurig aus. Und wo ist das Schwert und der Schild hin? Das hat diese Darstellung... Was hat diese Darstellung nur zu bloß zu bedeuten? Na, vielleicht wurde sie versiegelt? Das wäre möglich. Aber sie sind irgendwo in einem tiefen Schlummer gefallen. Waren das Schwert und der Schild nicht gleichbedeutend mit den beiden Pokémon? Das hattest du doch durch die Entdeckung bei der antiken Stätte herausgefunden, oder? Ja, genau. Zumindest war das so meine Vermutung. Könnte es sein, dass diese merkwürdigen Pokémon, das wir gesehen haben, am Ende das Schild oder der Schwert waren? Ich stehe gerade auf dem Schlauch. Von welchem Pokémon redest du? Immon, du weißt doch, was ich meine, oder? Ich habe keinen Schimmer, wovon du redest. Nein, das ist natürlich das Pokémon im Schimmerwald. Ganz genau. Dieses Pokémon aus dem Nebel könnte doch eins der Pokémon aus der Legende sein, oder? Ja, stimmt ja. Ihr beide wart ja im Schlummerwald. Ich bin nur auf Reisen gegangen, weil Oma mich gedrängt hat. Aber inzwischen finde ich das alles ungeheuer spannend. Komm, lass uns erstmal essen. Aber ihr müsst mir haargenau erzählen, was da passiert ist. Worauf habt ihr Appetit? Was soll ich für euch bestellen? Ein bisschen Roastbeef, ein Hühnchen, eine Pizza. Bestimmt, das wäre bestimmt toll. Aber ich glaube, was wir kriegen, was anderes. Ich weiß noch nicht mal, was wir jetzt gekriegt haben. Na egal. Verstehe. Sehr interessant. Alles klar. Nee, als nächstes wollen wir Chichester genau erkunden. Vor allem die Hieromenterme. Ach Gott. Wo würde ich gerne näher unter der Lupe nehmen? Ja, da haben wir ja schon geguckt. Da haben wir ja schon diverse Items mit uns genommen. Okay, das wird direkt mitgespielt. Warum wir uns da nicht hinbewegen? Auch wenn er ganz langsam geht. Fast ermüdend. Die Therme, die Heroentherme. Hier soll der Held, oder besser gesagt, hier sollen die beiden Helden vor langer Zeit ihre Wunden gewaschen und sich auskuriert haben, nachdem sie das Böse besiegt hatten. Aber heute wird die Heroentherme eigentlich nur von Pokémon genutzt. Das macht mich
stutzig. Hm. Wer genau waren diese Helden, die damals in der Therme gebadet haben sollen? Das werde ich später näher untersuchen. Ihr beiden seid im Schlummerwald diesem merkwürdigen Pokémon begegnet. Vielleicht würde euch diese Ehre zuteil, weil ihr das Potenzial habt, so zu werden wie die Helden. Boah, ich will ein Held sein. Okay, ich höre es auf. Also, wenn wir zwei diese neuen Helden des Schwertes und des Schildes werden sollen, will ich aber der Held des Schildes sein. Ich hätte den Helden von damals zu gerne bei einem großen Kampf zugesehen. Hey, Ehemon, lass uns einen epischen Kampf hinlegen! Warum, Hopp? Wieso? Na gut. Durch das leckere Curry, das Sanya uns spendiert hat, ist mein Kampfgeist neu erwacht. Ich stecke voller Energie. Du wirst schon sehen! Ich verstehe zwar nicht ganz, was du da redest, aber zusehen werde ich euch trotzdem. Vorher mache ich noch die Pokémon von Immon wieder fit. Ich war im Pokémon Center. Na, was soll's. Es wird mal wieder Zeit, dass der zukünftige Champ seine Fähigkeiten zur Schau stellt. Okay. I hope. Swarlock! Ja, wir beginnen mit Belectro. Ich hab vergessen, ihn auszuwechseln. Ich zähle auf dich, Partner. Joa. Machen wir es geschmacklos. Ich glaube, Zwoller kann, genau, noch die Basic-Attacken. Nur jedes... jedes Pokémon so eigentlich, ne? So im Basic-Stadion noch kann. Der Durchbruch für sich definitiv. Nicht ganz, aber fast. Du hältst dich nicht zurück, was? Das gefällt mir! Heuler. es ist okay. Auch mit der Taktik ist das völlig okay. Er setzt Heuler ein, ist völlig in Ordnung. Durchbruch wird dadurch schwächer. Das ist auch komplett gut, aber... ja. Überflutung, Überflutung, genau, Typ Wasser nimmt mein Gegner an. Tendenziell ist die große Frage, ob wir Feuer, ob wir Wassersäulen noch brauchen. Überflutung. Naja, wir haben ja tendenziell kein Pokémon, was irgendwie die wohl? Nee. Lass ich lieber bleiben. Ich habe gerade überlegt, so von wegen, kann Intelligent eigentlich irgendeine Attacke später erlernen, die unseren Gegner so auseinander nimmt, dass er dann dementsprechend Riesenprobleme hat. Kann aber nicht. So, wir wechseln. Wahrscheinlich wird er nämlich gleich den Feuerball wieder einsetzen. Jetzt geben wir alles! Hier kommt unsere weiße, lauternde Feuerkraft! Genau, Feuerball. Das war mir schon fast klar, deswegen wollte ich mich direkt gewechselt. Challenge Kraft, der schafft das. Der ist ein Wasser-Pokémon, das geht er ohne Probleme hin. Unser Geheimagent, der jetzt definitiv seinen Präzisionsschuss abgibt. Einmal schön Mission Impossible-like. Und das war's. Sorry. Das war halt nichts für Libero. So, Level Up. Holzhammer, auch das ist eine schöne Attacke, aber eben, ne, er leidet großen Rückschaden. Das ist so eine Geschichte, wo man sich so denkt, so, ja gut, volles Risiko, ja, nein, ich bin aber leider nicht dafür. Also so welche Attacken sind immer so extrem risikoreich, so Britzigel ist, man sieht das eigentlich dem nicht so wirklich an, aber vom Typ Wasser. Und, wir machen Kehrtwende.
Und setzen wieder Gorkum ein. Ja, Britzsegel wollen wir auch noch fangen, also deswegen. Ich glaube, der kann auch. Ich glaube, genau, Elektroattacken kann er auch. Ich glaube, Elektrowasser oder so. Nee. Ich glaube, was für ein Typ. Ich weiß es nicht. Ich lehne mich wieder zu weit aus dem Fenster. Aber durch den Beulenhelm, das ist eh super, weil Britzsegel, glaube ich, kann nur so welche Attacken. Obwohl, es kann auch Blubstrahl, ne? Egal, Pflanzensäulen. Halt durch, Partner. Wer dir Leid zufügt, kriegt's mit mir zu tun. Okay. So, Gottrum Hagel, ja. Amor. Stahl. Anspannung. Das ist keine Beeren. Da den Durchbruch. Ohrschnabel, ja. Ja. Beulenhelm. Wechseln. Ich war jetzt gerade am überlegen, was machen wir. Dann möchte ich aber lieber wechseln. Auf Libero, da haben wir ihn auch gesehen heute. Das ist nämlich das letzte gewesen. Bohrschnabel. Weil was er kann, können wir auch. Wir haben auch einen Feuerball. Und ich hoffe, der sitzt genauso wie der andere. Feuerball! Mit Volley eingenetzt. Ja. Aber absolut, Gottrum. Hat es gut hingehalten, aber Kramor ist raus. Na, denkst du etwa, du hast nicht am Wickel, nix da. Der Allerbeste wird siegen. Pass auf! Ja, genau wie ich erwartet habe, dass es jetzt hier Relaxo ist. Und dafür haben wir ja the one and only, den doppelten Kick. Klar, es ist natürlich jetzt so ein bisschen haarig. Es könnte sein, dass Relaxo sowas wie schläft. Und na okay, Body Slam. Ja, Body Slam, auch eine geschickte Attacke. Body Slam ohne Witz, also tatsächlich, wenn ich Aufnahmen mache und mein Gegner oder ich setze Body Slam ein, ist es so, dass er tatsächlich eine halbe Sekunde verliert. Das heißt, also, wenn das jetzt asynchron ist, weiß ich warum. Relaxo hat Body Slam eingesetzt. Das ist ganz kurios. Letztes Mal nämlich war das auch so. Das habt ihr vielleicht gesehen, dass so kleine, so, tatsächlich so kleine Tonschwankungen sind, wenn der Gegner Body Slam eingesetzt hat. Keine Ahnung, das habe ich tatsächlich letztes Mal gemerkt, wie die Aufnahmen abgespeichert haben. Ich kann also nicht mal gegen meinen Rivalen gewinnen. Aber ich gebe nicht auf. Das ist gut, Hopp. Gut. Danke. Ihr habt beide sehr gut gekämpft. Wenn ihr so weitermacht, könnt ihr irgendwann vielleicht den unschlagbaren Delion besiegen. Was steht als nächstes bei auf eurem Plan? Ich habe vor, mich auch ein bisschen näher im Schlummerwald zu beschäftigen. Ich werde mich wieder an der Arena-Challenge widmen. Und sobald ich den Arena-Orden in der Tasche habe, geht's schnurstracks über Route 9 nach Spikeford. Auf geht's! Okay. Ich glaube, das hat ihn wieder aufgemuntert. Delion macht sich große Sorgen, wenn es Hopp schlecht geht. Und du als sein Rivale willst sicher auch nur das Beste für ihn. Stimmt's? Also dann, macht's gut. Naja, also Rivale, ich weiß nicht, Rivale. Es gibt solche Rivalen und es gibt solche Rivalen. Also, ich habe ja schon den Flui vorhin schon erwähnt. Ja? Tendenziell ist er ja eigentlich ein guter Kumpel von mir. Aber tendenziell bei Videospielen ist er mein Rivale. Es ist einfach so. Und deswegen, es gibt halt solche Rivalen und solche Rivalen. Es gibt solche Rivalen, wie wir jetzt hier haben, ne? Und es gibt halt auch solche Rivalen, die sich einfach nicht ausstehen können. Es gibt solche und solche. So, und von daher, ihr könnt natürlich eure Rivalen auch gerne in die Kommentare posten, ob ihr welche haben solltet und wie ihr zu diesen steht. Und wir sehen uns dann nächstes Mal wieder. Dann in Route 9. Wir werden dann versuchen, da weiteren Pokémon zu fangen und hoffentlich etwas mit weniger Hagel. Also, bis dahin, eine gute Zeit und ciao.